Wenn ein Elektronenstrahl auf ein Material trifft, zum Beispiel unsere Probe hier, dann werden diese Elektronen in diesem Material absorbiert. Es kommt also zu einer Absorption. Diese Absorption ist natürlich abhängig von der Dicke des Materials, x hier zum Beispiel, von der Dichte des Materials und so weiter. Zusammengefasst wird es ausgedrückt im Massenabsorptionskoeffizienten μ. Jetzt lässt sich dieser Massenabsorptionskoeffizient einmal in einem Diagramm auftragen, bei dem μ, also der Massenabsorptionskoeffizient, auf der y-Achse ist. Und auf der x-Achse ist die Energie aufgetragen. Was man dann findet, ist, dass die Massenabsorption mit zunehmender Energie abnimmt. Also hier oben gibt es eine hohe Absorption bei diesen geringen Energien, also hohe Absorption bei geringen Energien und eine geringe Absorption bei hohen Energien. Das heißt, Elektronen, die hier sehr schnell ankommen mit sehr hoher Energie, die können mehr durchs Material durchflitzen als Elektronen, die eine geringe Energie haben und hier auf das Material auftreffen. Die werden stärker absorbiert. Jetzt findet man aber, dass bei bestimmten Energien, sagen wir mal hier, plötzlich die Absorption wieder sehr stark ansteigt. Also dass es dann hier einen Sprung gibt und dann geht es hier weiter. Also die resultierende Absorption eigentlich so aus, jetzt geht hier runter, macht einen Sprung, geht hier hoch und geht dann hier weiter runter. Es kann auch noch bei der zweiten Energie stattfinden, vielleicht hier oben, dass hier auch so einen Sprung gibt. Dann hätte man die resultierende so, dann wäre hier ein Sprung nach unten, dann wäre hier nochmal ein Sprung und dann geht es hier wieder weiter runter. Und das hier nennt man, diese Sprünge, nennt man Absorptionskanten. Und was an den Stellen passiert, ist nichts anderes, als dass aus einem Atom, aus niederen Schalen, ein Elektron rausgeschlagen wird und dann eben charakteristische Röntgenstrahlung entsteht. Also genau bei diesen Energien hier werden die Elektronen rausgeschlagen und dadurch gibt es eine höhere Absorption und das findet natürlich in Richtung zu höheren Energien statt, denn erst ab einer bestimmten Energie, bei einer bestimmten Energie kann diese charakteristische Röntgenstrahlung entstehen. Das schauen wir uns jetzt noch mal etwas genauer in dieser Abbildung von Wikipedia an. Da ist das ganze Diagramm gedreht. Also hier bei der y-Achse ist jetzt die Absorption, hier ist die Energie. Also mit zunehmender Energie nimmt die Absorption in die Richtung ab. Ich kann es noch vergrößern. Also bei zunehmender Energie nimmt es in diese Richtung ab. Aber jetzt gibt es diese Absorptionskanten und das sind genau wieder diese zum Beispiel M-Linien hier. Und da springt das Ganze, weil ein Elektron von innen rausgeschlagen wird, charakteristische Röntgenstrahlung steht, dann nimmt die Absorption wieder weiter ab zu höheren Energien. Dann gibt es nochmal einen Sprung an einer anderen, an einem anderen Energieniveau, nimmt es wieder ab und so weiter. Und das sind diese gesamten Absorptionskanten hier. Jetzt können wir uns, wenn hier schon da steht, K, L und so weiter, mal anschauen in einer Tabelle, wo diese Absorptionsenergien genau liegen. In dieser Tabelle sind die aufgetragen. Das sehen wir zum Beispiel, Absorptionsenergien von Eisen, das ist hier, sind für K bei 7100 und für L1 zum Beispiel bei 846. Und dann können wir in die Tabelle schauen, in der die Elektronenbindungsenergien aufgetragen sind, wieder für Eisen. Und da sehen wir genau die gleichen Zahlen. Also die Bindungsenergien sind natürlich identisch zu den Absorptionsenergien, denn die Bindungsenergie sagt aus, wie stark ein Elektron gebunden ist, hier in Eisen zum Beispiel. Und die Absorptionsenergie sagt, wie viel Energie aufgewendet werden muss, um es rauszuschlagen. Und die ist natürlich identisch. Das ist also Absorption bzw. die damit zusammenhängenden Absorptionskanten.